Moin, meine lieben Leute, ich bin's wieder, euer Sky, und diesmal geht's um den Tamur-Schrein. Dieser Schrein befindet sich hier zwischen so ein paar Bergen, und zwar an dieser Position hier. Das ist westlich vom Stall am Berge. Bisschen müsst ihr klettern, dann seid ihr da. Und dann würde ich einfach mal sagen, springen wir direkt in den Schrein. So, meine lieben Leute, sind wir im Schrein angekommen. Merken wir relativ schnell, dass der sich um Feuer dreht. Und zwar müssen wir hier das ganze Laub abbrennen. Im Idealfall haben wir eine Fackel dabei. Wenn ihr keine Fackel dabei habt, dann reichen auch Feuerpfeile oder behilfsmäßig auch eine Feuerwaffe. Müsst ihr für euch entscheiden. Ich benutze gerne Feuerpfeile. Das heißt, wir fackeln vor uns erstmal diese Schlingpflanzen ab oder was auch immer das ist. Laub. So, und dann kommen wir eigentlich auch schon in den Raum, wo auch das Abzeichen zu holen ist. Das kriegen wir relativ leicht. Erstmal holen wir uns da oben noch die Kiste, die brennt gleich mit ab da oben. Also die Truhe meine ich. Dann verbrennen wir hier die vier Holzkisten. Und dann auch hier an der Wand. Da befindet sich auch noch eine Truhe. Hier holen wir erstmal unseren Opal ab. Da merkt ihr, ist auch eine Kiste. So, und wir halten den Felsenspalter mit Plusangriff, nehme ich gerne mit. So, jetzt haben wir hier noch eine verschlossene Tür mit zwei Truhen. Die eine Truhe ist auch wieder bewachsen. Und auf so einem kleinen Podest, das fackeln wir natürlich ab. Fällt sie runter. Und wir erhalten einen Schlüssel in dieser Truhe. Dieser Schlüssel ist magnetisch. Das heißt, wir holen uns einfach mal den Schlüssel so ran. Zack. Und damit können wir natürlich die Tür aufmachen. So. Das war's auch hier an Kisten. Wir nehmen noch einen Rhodonit mit. Und dann holen wir uns einfach mal das Abzeichen ab. So, meine lieben Leute. Ich hoffe, ich konnte euch mit einem ganz kleinen Tutorial weiterhelfen. Falls es euch gefallen hat und falls es euch weitergeholfen hat, dann lasst mir noch einfach ein Like da. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis denn, euer Sky. Tschüss.